Liebe Grüne, ich freue mich wirklich, dass ich dabei am Bundeskongress ein kurzes Referat halten darf. Ich hoffe, dass ich die politische Positionierung der Grünen nicht irgendwie gefährde, denn in den letzten Jahren werde ich in den Medien immer als Linker, kürzlich im Kurier, als radikal linker Ökonom bezeichnet. Und nachdem das letzte Woche... Nachdem das letzte Woche wieder im Format stand, habe ich kurz innegehalten und mir überlegt, was sind eigentlich meine Hauptforderungen der letzten 15, 20 Jahre? Engere Zusammenarbeit zwischen Unternehmerschaft und Gewerkschaften, das Gewinnstreben muss auf die Realwirtschaft gelenkt werden, daher müssen Finanzalchemie eingeschränkt werden, die Vermögenden sollen höhere Beiträge in die Gemeinschaftskasse leisten, all das waren Positionen der katholischen Soziallehre. Ja, sie haben sogar bei Wohlstand für alle von Ludwig Erhard durchaus Platz. Was sich geändert hat, ist gewissermaßen die Drehbühne der Weltanschauungen. Die hat sich so weit nach rechts verschoben, dass eine Mittelfeldposition heute eben als linksradikal erscheint. Wenn aber das Gewinnstreben, und das ist jetzt sozusagen die fundamentale Änderung in der Spielanordnung, sich von realwirtschaftlichen zu finanzwirtschaftlichen Aktivitäten verlagert, entsteht ein unlösbares systemisches Problem. Ich formuliere das manchmal als ökonomisches Fundamentalgesetz, das so einfach ist, dass es eben Wirtschaftswissenschaftler nicht verstehen können, das ANWN-Gesetz, nicht aus, nichts wird nichts. Der neoliberalen Wirtschaftstheorie konsistent sind, wonach Zinssatz und Wachstumsrate in einer gewissen Relation zu stehen haben, dann muss man sich in der Preisbildungsfrage was überlegen. Das genau macht man nicht, sondern es werden immer mehr Rettungsschirme gegründet. Sozusagen, mir kommt es vor, wie wenn es brennt, die Feuerwehr rückt aus. Es brennt schon wieder, die nächste Feuerwehr rückt aus. Und man kauft immer mehr Feuerwehrautos. Aber irgendwann muss man doch an die Prävention denken, die Frage, wer sind die Brandstifter, wie kann man sozusagen hier vorbeugend handeln, das passiert zu wenig. Erst vorgestern hat wieder der portugiesische Finanzminister erklärt, weil eben die Sparziele nicht erreicht werden, müssen wir jetzt noch mehr sparen, dann sind wir in der gleichen Logik wie 1930, 31 und das wird oder kann in eine Depression führen. Es hängt jetzt davon ab, wie ist die Lerngeschwindigkeit der Eliten im Vergleich zur Ausbreitungsgeschwindigkeit der Krise. Im Moment ist die Krise noch immer schneller.